Das Black Mountain College war eine der bedeutenden Kunstschulen im 20. Jahrhundert. Hier lebte das Erbe des Bauhauses weiter und wurde mit amerikanischen Ideen gemischt bis in die 50er, 60er Jahre weiterentwickelt. Ein wesentlicher Punkt war, dass man als Schüler sich sein eigenes Lernprogramm zusammenstellen konnte. Nichts war Pflicht, alles war zur Wahl frei. Man konnte also selbstbestimmt lernen, man konnte selbstbestimmt auch lehren auf der anderen Seite. Und durch diese große Offenheit und das Experimentieren, das damit einherging, entstanden Resultate, wie sie für eine Schule jener Jahre, der 30er bis 50er Jahre, sehr ungewöhnlich waren. But what he wanted to see was structurally how much integrity he could develop in that. And instead of being unhappy, he was delighted. He said, I only learn when I have failures, that he welcomed failure. Because that way he was led to his discoveries. Anhand von Fotografien, von Filmen, aber auch anhand von materiellen Werken wie Keramik oder gedruckten Zeitschriften und Flugblättern gibt die Ausstellung Einblick in das Schaffen sowohl der wichtigen Lehrerinnen und Lehrer am Black Mountain College als auch von ausgewählten Schülerinnen und Schülern der 30er bis 50er Jahre. Für die ZHDK ist eigentlich das Black Mountain College so etwas wie ein Archetyp einer Kunstschule, also ein Ort der Transdisziplinarität, ein Ort des Experiments und ein Ort der, sagen wir, konstanten Neuerfindung. Deswegen glauben wir, dass es unabdingbar ist, sich mit dieser Schule und ihrer Geschichte auseinanderzusetzen.